Herzlich willkommen, du Dragon Ball Z-Fan da draußen. Ja, ich muss schon wieder meine Uhr anmachen. Das ist eine Katastrophe hier immer. So, jetzt wir starten mal heute in die neue Folge und machen wieder mal in Satan City und Olivendorf, glaube ich, hieß es ja gerade. Da machen wir halt mal ein bisschen, ja, Questies. Machen wir ein paar Questies, dass wir hier... Oh. Ja, dann machen wir mal ein bisschen Quests, dass wir hier schnell mal Hauptquests starten können. Dass wir vielleicht... Lass mich endlich in Ruhe. Jetzt komm schon, ich möchte nur ein einziges Date, das ist alles. Ich habe Nein gesagt. Hey, das ist Erasa aus der Schule. Sie scheint irgendwie in Schwierigkeiten zu stecken. Ja, logisch, helfen wir ihr... Ja, ich muss sie retten. Lass mich in Ruhe, sonst rufe ich um Hilfe. Der hat keine Nase, Mann. Hey, du bist echt süß, wenn du sauer bist. Du da. Weg von der jungen Dame. Sie ist das nicht, dass du sie belästigst. Wer bist du? Ich bin ein großes Seaman. Der Verteidiger des Rechts. Der große Seaman. Boah, haha. Was für ein Luschennamen ist das denn? Und schau dir mal dein Outfit an. Hast du Schraube locker? Hm, aufhören, kein Wort mehr. Gar, vor dir habe ich keine Angst, weil ich habe Roboter, die einfach so rauskommen. Ich habe einfach so sinnlos Roboter. Die rauskommen. Come on. Maseko! Bam! Haben wir doch alles hier weg. Und bei den Kämpfen kriegen wir irgendwann mal ein S hin, ne? Das ist crazy. Jetzt ernsthaft, du hast meine Maschinen zerstört, du Freak, ich verschwinde. Boah. Ah, puh, endlich ist er weg. Ich hasse solche Typen. Hey, danke, dass du mir wieder den geholfen hast. Du musst mir nicht danken. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Erasa. Ah, was macht Videl denn hier? Ich habe dein Notsignal empfangen und bin so schnell wie möglich gekommen. Ist alles in Ordnung? Du kommst so spät wieder. Dieser Kavalier, wie heißt du noch gleich? Der große... Der Verteidiger des Rechtes, der große Seaman. Genau, irgendwie so ein Ekeltyp hat mir... Hat mir zugesetzt, aber der große Seaman hat ihn vertrieben. Videl, sag ihm bitte nicht, wer. Du willst, dass ich deine Identität geheim halte, oder? Na schön, ich spiele mit. Puh, du bist meine Retter in Not. Moment mal, großer Seaman, ich glaube, von dir habe ich schon gehört. Du bist doch dieser Held, von dem alle erzählen, oder? Ja, das bin ich. Hm, deine Stimme ist ziemlich angenehm und dazu bist du noch auch ganz schön groß. Hm. Und du scheinst ausgesprochen stark zu sein. Wahrscheinlich könntest du mich vor jedem bösen Buben schützen. Und ich wette, dass du unter diesem Helm echt gut aussiehst. Wow, hörst du das, großer Seaman? Das geht doch bestimmt runter wie Öl, oder? Nein, das ist mir nur ein bisschen peinlich. Und wenn du ein guter Sportler bist, habe ich noch mehr Interesse. Wenn du jetzt noch einen Führerschein hast, wärst du auf jeden Fall der perfekte Freund. Oh, ja, lass uns rumfahren. Nur ein bisschen. Was? Wir warten auf dich. Los, wieder bei uns. Ich bin nicht nur in Schlamassel geraten. So, dann machen wir das halt mal schnell, ne? Entschuldigen die Verspätung. Okay, er ist hier, aber bist du nicht ein wenig forsch, Erasa? Ich will nur sehen, wie er fährt, das ist alles. Oh. Okay, das dürfte der perfekte Ort für eine Fahrt sein. Hier stört uns niemand. Eben, eigentlich kann ich fliegen, also muss ich nicht unbedingt. Fahren zu können ist ziemlich wichtig, wenn man für auf ein Date geht. Muss man doch fahren, oder nicht? Wie bin ich nur in eine Schlamassel geraten? Brumm, brumm, auf geht's. Oh, die ist ja auch hohl, ey. Ach, so war das, ne? Gotta stay focused. Woohoo!
Das Fahren ist ja halt echt nicht so schwer, ne? Aber ich habe erst Autobahnraser hier gezockt, also es ist ja hier Pillepalle. Jo, mit Rampe, jo, jump, Alter, über die Rampe hier. Jawohl. Bam. Sehr gut, du siehst immer besser aus. Hihi. Also was jetzt? Jetzt, du meinst, es kommt noch mehr? Natürlich, du Dummerchen, testen wir mal deine sportliche Fähigkeiten. Hey, der war doch stark genug, um dieses Fiesling zu vertreiben, oder? Also müsstest du schon wissen, was er drauf hat. Er beherrscht Kampfkünste, ich will aber sehen, wie er Sport schlägt. Okay. Alles klar, großer Sayman. Geh zum Platz bei den Orangen Star High School. Videl und ich warten da auf dich. Ich will hier unbedingt weg, aber ich glaube nicht, dass ich damit davon komme. Ja. Pech, ne? So, dann nehmen wir uns das noch mit. Was ist das? Ah, bestimmt müssen wir doch jetzt wieder Baseball, ne? Also, wie sieht's der Plan aus, Erasa? Ich hatte an Baseball gedacht. Hey, du bist doch unsere beste Werferin beim Sport, oder nicht, Videl? Wie wäre es, wenn du den Ball auf den großen Sämann wirfst? Hey Mädels, was macht ihr denn hier? Wisst ihr schon, heute kein Unterricht ist, oder? Ach, du bist Japan. Wir wollen herausfinden, welche Schlagfähigkeit dieser Knabe hier hat. Dieser Knabe? Der große Sämann, der Verdecker des Rechtes. Hi. Yeah. Der große Sämann, was? Haha, du bist doch der, von dem alle reden. Ja. Dieser Typ ist also der Verteidiger des Rechts, von dem alle erzählen. Sieht nicht gerade besonders aus. Hey, wenn ich nach dem Werfen versuch's, habt ihr ihn gefunden? Ich mach das. Oh, ihr wollt eigentlich Videl fragen, ob sie wirft. Hey, ich habe gerade nichts zu tun, also lasst mich doch werfen. Ich würde gern sehen, was dieser Verteidiger des Rechts drauf hat. Es könnte lustig werden, diesen Typen noch mehr als Versager dastehen zu lassen, als er jetzt schon in der Falle ist. Oh, okay, so Schapana. Interessiert es irgendwen, was ich möchte? Hey, hey, legen wir los. Oh, ich weiß nicht mehr, wie ich schwing. Ah, da. Oh. Scheiße. Jo, zwei was? Wow! Und glaubt, dass er meine Würfe getroffen hat. Natürlich hat er das, immerhin ist das so ein Gohan. Hey. Beim Sport ist schon mal alles im grünen Bereich und du bist auch noch ziemlich guter Fahrer. Du hast auf jeden Fall einen Test bestanden, um mein Freund zu werden. Freund tut mir leid, aber... Also, wann ist unser erstes Date? Ich hätte jetzt Zeit. Ja, also... Was heißt du das etwa? Du willst kein Date mit mir? Das heißt es doch nicht, oder? Nein, ich meine nur, Erasa, ich glaube, er muss los. Genau, es gibt bestimmt noch Leute, die gerettet werden müssen. Ich darf nicht im Stich lassen. Was? Entschuldige, aber hier trennen sich unsere Wege. Oh, du hast mir doch gar nichts mit deiner Nummer gegeben. Tut mir leid, aber ich habe kein Telefon. Was zur Hölle soll ich mich denn dann bei dir melden? Also, was machst du denn, großer Sämann? Du musst nicht irgendwo hin? Ja, muss ich, leb wohl. Und weg ist er gerade, als ich dachte, ich hätte ihn einen perfekten Freund gefunden. Hey, Videl, was? Kennst du ihn etwa? Was? Nein, wie kommst du denn darauf? Naja, du scheinst mir nur gerade irgendwie schlechte Laune zu haben. Ich hab nicht... Hat sie auf jeden Fall. Was hast du denn?
Irgendwas stimmt mit dir nicht. Puh, das war knapp. Ein Glück, dass Videl mir geholfen hat. Ich wollte nur Verbrechen bekämpfen. Ich hätte ja keine Ahnung, dass ich auf ein Date gehen sollte. Sehr gut, da haben wir das auch weg. Olivendorf, auf ins Olivendorf. Da haben wir jetzt schon wieder fast keine Zeit mehr für die Hauptstory, ne? Weil wir hier am Daten der Chicks sind und so. Mann, Mann, Mann. Chao Tzu, was willst du? Tenshihan ist offenbar nicht hier. Vielleicht sollte ich mit Chao Tzu reden. Chao Tzu, der Champion. Ich wollte dir vom Kampfsport-Weltturnier erzählen und der Vater zurückkommt. Oh, okay. Wo ist denn eigentlich Tenshinhan? Ich kann seine KI nicht spüren. Tenshinhan, er trainiert gerade alleine. Wahrscheinlich tarnt er seine KI, damit er meditieren kann. Ich verstehe, weißt du, es ist ungewohnt, euch beide nicht zusammen zu sehen. Stimmt was nicht? Meinst du, Tenshinhan braucht mich? Hä? Tenshinhan wird immer stärker und ich kann bald nicht mehr mit ihm mithalten. Vielleicht ist er auch nämlich besser dran. Nein, das glaube ich nicht. Ciao zu. Was ist? Mehr Hirsche pflücken die Felder um. Es ist einfach zu viel. Wir dachten, du könntest uns vielleicht helfen, sie loszuwerden. Natürlich sorgen wir dafür, dass es sich dich lohnt. Ich bin dabei. Echt, vielen Dank. Ich kann auch helfen. Okay, dann teilen wir uns auf. Wir zählen auf euch. Ihr müsst nur ein paar loswerden. Son Gohan, du kümmerst dich um das Gebiet südlich vom Dorf. Ich übernehme den Rest. Geht klar. Wir holen so ein paar. Ja, aber das ist doch wieder das Typische, ne? Oh, wir wissen doch schon wieder, was hier passiert, ne? Da kommen doch bestimmt wieder irgendwelche Roboter oder so Menschenjäger, irgend so, der Tierjäger oder irgend sowas. Kommt her, ihr Hirsche. Sollte schnell zu Chao Tzu. Didn't think getting rid of some deer would be this much work. All right. Ooh, this ought to be good. Hey, this looks like some high grade stuff. Hey. This looks like some high grade Son Goku, Bulma und Oolong gehen in die Stadt, um Treibstoff anderer Kleidung weiter für heute zu besorgen. Allerdings scheint bei ihrem Eintreffen irgendwas nicht zu stimmen. Die Stadtbewohner fürchten sich von Bulmas Häschen-Outfit, dass sie sich fälschlicherweise für ein Mitglied der Hasenmafia halten und die Stadt terrorisieren. Son Goku macht kurzen Rosett mit den einfachen Schlägen der Mafia, allerdings rufen sie ihn Anführer des Karotten-Imperiums. Der Anführer der Hasenmafia benutzt eine spezielle Kraft, um Bulma in eine Karotte zu verwandeln. Oh. Ich habe ein paar Hirsche für dich erlegt. Ich auch. Danke ihr zwei, ihr habt uns wirklich geholfen. Es ist zwar nicht viel, aber bitte nehmt das. Sehr schön. Wir wissen, dass du wieder helfen wirst, wie immer. Du meinst, Chao Tzu möchte das, macht das öfters, das macht er auf jeden Fall. Seine Telekinese ist wirklich praktisch, um Tiere fortzuschaffen und uns bei der Landarbeit zu helfen. Ich mache gar nichts Besonderes, ich helfe immer gern, so gut ich kann. Das mag auf dich nicht so wirken, aber du bist uns wirklich eine Riesenhilfe. Er hat recht, also stell dein Licht mal nicht unter den Scheffel, Tenshinhan. Thank you. Ich muss dir auch danken, Chao Tzu. Dank deiner harten Arbeit kann ich mich voll auf mein Training konzentrieren. Helfe ich dir wirklich so viel? Absolut, ohne dich wäre ich nicht der Mann, der ich bin. Nur weil dir abgehängt vorkommst, darfst du nicht einfach hängen lassen. Nehme ich zum Beispiel, ich habe zwar keine Chancen gegen die Saiyajin, aber ich trainiere trotzdem weiter, oder? Ja. Wenn du dir zu schwach vorkommst, dann lass uns zusammen trainieren. Zusammen? Genau, zusammen. Okay, ich gebe mein Bestes, Tenshinhan. Danke für all deine Hilfe, Son Gohan. Ach, kein Problem. Ich freue mich, dass es dir wieder besser geht. Danke, ich gebe mein Bestes. Muss den Schritt halten. Super, dann werde ich mich auch richtig anstrengen. Gemeinsam werden wir stärker werden. So, perfekt.
Die Sache ist immer die, ich würde jetzt gern schon mal Hauptquest weitermachen. Aber ich habe da mal ein bisschen Schiss vor, dass das dann sich wieder zu arg zieht und ich dann so 40 Minuten habe. Deswegen mache ich eher die Folgen momentan ein bisschen kürzer. Jetzt haben wir ja so eine Viertelstunde zusammen. Und dann haben wir es, hätten wir es ja, ne? Alles klar. Hier würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.